What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Get Even. Das letzte Mal haben wir diesen Mistkerl hier erschossen. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was hier denn alles so steht. Der König des Rollstuhlturms, Maestro Berry. Er ist total durchgeknallt. Er sagt, er wird einem die Augen rausfressen, wenn man ihm zu nahe kommt. Das hört sich ja sehr angenehm an. Und auch hier ist etwas zu prüfen. Wir haben Ramses neuen Prototyp getestet. Er ist noch weit von dem nächsten großen Hammer entfernt, auf den wir alle gehofft hatten. 5 von 6 Testpersonen haben von schweren VR-Krankheitssymptomen berichtet, größtenteils Kopfschmerzen und/oder Übelkeit. Auch bei der sogenannten Gedankenvisualisierung sind ein paar schwerwiegende Probleme aufgetreten. Die Testpersonen haben von fraktuierten Gedächtniswelten berichtet und beschrieben das Gesamterlebnis als verwirrend. Ich denke, das sollte jemand direkt mit Ramses besprechen. Wir wollten das Ding nächstes Jahr und nicht im nächsten verdammten Jahrzehnt verkaufen. Bitte um Rückmeldung, Scott. Hallo, Scott. Freunde, dann gucken wir doch mal. Hier haben wir 3 Schalter. Und hier ist wohl wieder jemand gefangen. Jo, Freunde, ich habe übrigens jetzt mal nachgeschaut, was denn so die Spielzeit ist. Und das Spiel geht ja lange. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Es soll anscheinend zwischen 40 und 50 Spielstunden haben. Niemals, Freunde, hätte ich damit gerechnet. So. Wem lassen wir denn hier frei? Also hier sind Knöpfe, die drücke ich natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Guckt euch das an. Hier sind ja... Eieieiei. Zweiter Knopf. Okay, okay, okay. Dritter Knopf. Der dritte funktioniert nicht. Nö, da geht jetzt nichts mehr, Freunde. Da geht jetzt nichts mehr. Kacke. Wir haben hier auf jeden Fall geöffnet. Was ist das? Dies ist Redmans Reich. Fragt ihr euch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt? Dann geht einfach weiter und ihr findet es heraus. Oder zahlt den XXXXX. Jetzt ist es zu spät. Oh, 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 oh. Freunde, vielleicht mal kurz bewaffnen. What the fuck? Öl ins Feuer gießen. Robert Ramsey. Okay. Genie oder Scharlatan? Robert Ramsey, Chef der Wissenschafts- und Technikabteilung von Future Defense Group, genießt einen Ruf als einer der bedeutendsten Entwickler der Technikwelt. Seine Kritiker hingegen bezeichnen Ramsey als Scharlatan, der wiederholt beschuldigt wurde, Konzepte von seinen weniger bekannten Kollegen gestohlen zu haben. Wir sprachen mit dem früheren CEO von ADS, der behauptet, dass eines von Ramseys erfolgreichsten Projekten auf einem Diebstahl basiert. Weiter auf Seite 6 der Hetzer. Dieses Geklopfe hier, Freunde, auf Dauer macht es einen fertig. So, aber hier, oh, hier können wir auch was machen. Der Maestro Berry. Hier geht's auch nirgends rein. Okay, Freunde, also falls ihr euch übrigens wundert, das Spiel läuft
wirklich auch gar nicht so flüssig. Ich weiß es gar nicht, ob es auf die 30 FPS kommt. Wenn man sich aber schnell dreht, dann sieht es nicht ganz so geil aus. Okay, ich gehe mal weiter. Dahin, wo es laut wird. Warum denn auch nicht? Habe ja sowieso keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Also kacken wir uns mal nicht an. Ich kack mich mal nicht an hier. Mach ich doch sowieso nie. Muhaha. Okay. Ja, ich guck mich halt ein bisschen um, ne? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Sollen wir das machen? Dieses Foto ist dann wohl gemeint, gut, aber es gibt hier noch einige Dinge. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Please. Ja, okay. Dann gucken wir hier doch mal. Was haben wir denn hier wieder für Berichte? Vernehmungen. Der Tod von Jasper Brado verbleibt unaufgeklärt. Chadwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Chadwick hat mit John Linden und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Brados Telefonliste gab es noch jede Menge weitere Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen all seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Bart Fair. Dann hier ein Polizeiprotokoll. Der Informant ist Shane Carruth. Okay, die Adresse ist uns egal. Vorfall, Verkehrsunfall, Detailinformationen, am Montag, den 20. Juni um 4:26 Uhr wurde die Polizeistation von Pittel telefonisch über einen Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Pike Hill auf der Route 10 in Kenntnis gesetzt. Bei Ankunft am Unfallort fanden wir ein Fahrzeug im nahegelegenen Wald vor. Die Maßnahmen: Der Wagen war offensichtlich gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen. Aus diesem Grund haben wir Feuerlöscher eingesetzt und konnten das Feuer schnell löschen. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass sich der Unfall infolge stark erhöhter Geschwindigkeit ereignet hatte. Im Fahrzeug befanden sich keine Insassen. Bei weiteren Untersuchungen fanden wir eine Blutspur, die tiefer in den Wald führte, konnte aber keine Person auffinden. Der Fahrer könnte also noch am Leben sein. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Okay. Auch hier nochmal ein Polizeiprotokoll. Jakob Singer ist der Informant. Möglicher Mordfall in einem verlassenen Lagerhaus wäre der Vorfall. Die Detailinformationen: Am 20. Juni kurz vor 14 Uhr wurden wir telefonisch über den Fund einer männlichen Leiche im leerstehenden Lagerhaus nahe der Route 10 informiert. Die zum Tatort entsandten Polizisten konnten bestätigen, dass das Opfer dem Augenschein nach durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität eine forensische Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 Meter von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmen. Die Waffe konnte als selbstladende, von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden.
Okay, aber das war jetzt genau da. War das jetzt dasselbe, Freunde? Wie bei dem Verkehrsunfall. Auch Route 10, ja. Pike Hill Route 10. Jojojo, das wird dann auch der gewesen sein wahrscheinlich. Ah ja, und hier ist auch noch etwas. Leichenlagerhaus gefunden. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detective Chief Inspector Edwin Hatches sagte dazu, das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen. Aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber es ist jetzt schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurden noch keine weiteren Angaben gemacht. Okay. Ich verstehe auch schon fast, Freunde, warum denn das Spiel überhaupt so lange dauert. Denn das ist echt ein Spiel mit einer ziemlich langen Story, glaube ich. Detective Hector Chadwick, Examenabschluss in Kriminologie 1996, Pitchcraft University, arbeitet seit 97 für die Polizei von East Barbourne, kam 99 zum Severn Polizeidezernat und wurde 02 zum Detective befördert. Das ist er also, der Chadwick, Freunde, der Chadwick. Bevor ich mir das Foto noch ansehe, okay, hier konnte man dann, hier ist auch noch echt viel Zeugs eigentlich, was man sich ansehen kann. Der Bart Fair Detective ist das. Jo. Auch hier ein Bericht dazu. Examensabschluss in Kriminologie 94 an der Sandnerfeld University. Arbeitet seit 95 für das Severn oder keine Ahnung, Polizeidezernat, erhielt 09 die Tapferkeitsauszeichnung. Oho. Und hier ein Bericht. Eine Datenbank. Fair und Chadwick, Deliktmord. Okay, die anderen sagen uns jetzt noch nichts. Hier ist dann wieder der Chadwick. Den haben wir vorher schon gesehen, genau. Und jetzt denke ich, haben wir aber wirklich hier alles in dem Raum uns angesehen und gucken uns dann das Foto an. Wir konzentrieren uns, Freunde, auf dieses Foto. You do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before he tried to save the girl. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Okay, dann gucken wir doch mal. Boah, Freunde, es ist so dermaßen heiß. Echt gar nicht so geil. Wir haben hier aber eine Nachricht. Black, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. Jo, chill mal. Chill mal, ey. Jesus, man. Get your hands off. Only friendly this. Shut up! Move! Wow, Freunde. Ich frage mich, hat man echt so ein langes Storygame gemacht? Also ich würde es ja geil finden. Ich würde es echt geil finden. Das war doch, wenn ich mich recht erinnere, das war nicht mal ein Vollpreistitel, dieses Spiel. Also ich würde es wirklich cool finden. Respekt, wenn das mit der Spielzeit stimmt.
Aber jetzt, Freunde, konzentrieren wir uns lieber hier. Das ist der Raum, wo das Mädchen saß, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Wait. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. And try harder. Yeah. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Okay, wir sehen das aber gar nicht von vorne. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. Bravo. It's your fault. Moment, jetzt gucke ich mal. Okay, da können wir aber nichts machen in diesem Sinn. Aber wir können hier hinschauen natürlich. That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. Okay, wir sollen uns also wieder hier fokussieren auf dieses Foto. Na gut, ich glaube, dass es hier sonst wirklich nichts mehr gibt. Ich könnte die Türe natürlich noch versuchen. Auch die haben wir noch versucht und dann fokussieren wir uns doch hier. So, okay. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Ja, das versuche ich natürlich auch, dass ich so viele Informationen wie ich kann und ich hoffe auch, dass ich irgendwie noch Informationen bekomme von dem ganzen Zeugs vom Anfang, denn da habe ich das Gefühl, als habe ich wirklich etwas verpasst. Aber okay, Freunde. Ich gucke jetzt auf jeden Fall besser. So, hier darf dann nichts sein. Genau, wenn die Karte stimmt, dann klappt das ja. Gehen wir mal hier entlang. Hier ist auch nichts. Hier kommen wir der Sache dann auch schon wieder näher. Geht nicht weiter auf oder steht viel zu viel Zeugs im Weg. Und diese Tür geht auch gar nicht auf. Schade. Okay, aber irgendetwas muss hier sein. Ja. Police crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. Okay. So what are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Fucking stinks in there. Well then it's a good job I skipped breakfast. Come along. Freunde, okay, gut, dass wir das gefunden haben. Dann rein hier. Wie es halt hier auch aussieht. Einige Leichen, Freunde, einige Leichen. Ich glaube, ich gehe gleich wieder hierher. Denn hier ist schon etwas zum Ansehen. Keine Beweise gefunden. Hier vielleicht. Auch wieder keine Beweise gefunden. Professional job. Shit, this many skips and no idea. We can link this to 100 cases.
So, drug dealer is then? What do you reckon? Adam Sammy or one of my Turner's lot? Well, don't worry, decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cafe opened up next to the Nick. You fancy it? Okay, das wird eher einfach den Drogen zugeschrieben. You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. So. There, Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? The Pandora will do the rest. Okay. Die Pandora. Da hier, okay. Moment mal. Identification confirmed. Jasper Prado. The Prado. There's me thinking we could sort this out, my guy. You wanna do it, then at least look me in the fucking eye! Sir, we have a name then. Jasper Prado. Den haben wir ja auch schon gelesen auf einem der Berichte vorher. Boy, here's the case, you'll try it. Come on, shoot. Why have I always got a drive? Rank, son, rank. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Okay, Freunde, aber hier machen wir wieder einen geschmeidigen Cut. Ihr kennt das Ganze ja. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Und natürlich freue ich mich auch sehr über dein Abo, wenn du eines da lässt, weil du noch keines da gelassen hast. Und in diesem Sinn wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.